Okay, auf dieser Seite ist zu Ende. Naja, es war ja auch nur die Rede von der Mine und nicht von den Höhlenanbindungen. Die Mine ist soweit größtenteils ausgeplündert. Okay. Stehen, glaube ich, noch ein, zwei Spawner drinne. Aber ansonsten. Ja, es hat sich ja schon mal gelohnt hier. Dunkel, was haben wir hier Schönes? Huch. Oh, hier geht's wieder nach oben, okay. Uiuiui. Du hast zum Spielen gefunden. Mhm. Für die Kleinen müsste man eigentlich immer wirklich so ein Wassereimer dabei haben. Ja. Um die zu verlangsamen. Hört sich sehr lustig an, du da machst. Ich mache deinen Kram hier weg. Wieso meinen Kram, hallo? Ja. Mit dem schwarzen Granit werden die Höhlen noch dunkler, als sie ohnehin schon sind. Das ist echt krass. Ich hab Wasser gefunden. Du hast Yellowreed übersehen. Das kann überhaupt nicht sein. Doch. Ehrlich? Ja. Dann schenke ich dir. Okay. Kommt denn das alte Wasser raus? Ging es da hinten nicht mehr weiter? Oben? Frag mich was Leichteres. Ja. Kann die Wasserquelle erreichen. 1000 Jahre später. Oh, okay, so, was haben wir hier? Doch nur Eisen hier. Die Geräuschkulisse in den Minen und Höhlen so geil, dass wir ab und zu hörst du mal so ein bisschen so Wassertropfen irgendwo runterkommen und sowas. Manchmal Soundboard ist echt geil. Manchmal können die aber auch echt gruselig sein. Also ja, teils. Vor allem, wenn man alleine spielt, dann finde ich es relativ schlimm. Vor allem, wenn man keine Fackeln mehr hat und dann so im Dunkeln dadurch muss überall. Mhm. Oh Gott, bei dem Granit, diesem schwarzen. Dadurch, dass es ja wirklich alles dunkler macht, muss halt echt aufpassen auf Löcher, die im Boden sind. Was passiert eigentlich, wenn ich unter so einem Kohleblock oder sowas TNT zünde? Ist die Kohle dann zerstört oder liegt die als Item da rum hinterher? Weil, ach, kannst du ja einfach mal ausprobieren. Gucken. Ah, sie liegt als Item tatsächlich rum. Cool. Ich glaube, das wird immer so, glaube ich, berechnet, oder? Dass man so eine gewisse Chance hat, dass das heile bleibt. Wahrscheinlich, also. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, wie viel ich jetzt gekriegt habe, aber ich habe zwei Blöcke übergelassen und ich glaube, ich habe tatsächlich nur ein Kohleding einsammeln können. Jetzt die Spinne hier. Ein Zuhause? Oder bin ich gerade in deinem Zuhause? Autsch. Ah. Wow, du bist ja auch blöd, Skelett.
steht einen Meter vor mir, trifft mich aber nicht. Oh, noch mehr Spinnen. Da unten in einem. Von hier aus, ob da irgendwie ein Skelett liegt. Ist jetzt noch ein Schatten? Merkwürdig. Ach nee. So ein Bogenschießen. Schon wieder alle Fackeln verbrannt. Ich muss mal eben neue machen. Kohle habe ich aber. Ach, ich habe kein Holzbein, ne? Hab ich Holz? Oh ja. 42 Eichenholzbretter. Was die denn her? Gott. Okay. Wie tief geht denn das hier runter? Was ist das? Wie was dran sehe ich. Ja. Oh, ich habe nicht mehr sehr viel dabei. Das wird ja immer besser hier. Ein paar Erdnüsse. Yummy. Ich mache gar nichts. Winterkürbis. Komm hier aus den. Oh, super. Ist wirklich riesengroß. Ob das vielleicht die Pforte zur Hölle ist? Wenn ja, möchte ich hier wieder raus. Oh, hier ist wieder hell. Hier war anscheinend schon mal jemand. Oder hier ist hier wohl Lava. Ach, wir waren eben auf der anderen. Ach, das ist dieser kleine Lavasee. Ich bin nicht auf der anderen Seite davon. Das ist ja cool. Okay. Jede Menge Eisen. Dafür, dass wir nur ein bisschen Quatsch machen wollten hier in der Mine oder Höhle, haben wir schon wieder echt viel Zeug herausgeholt. Ja, zu zweit ist das aber auch ein bisschen sicherer, ne? Also. Das stimmt. Wenn du alleine hier bist und einen Fehler machst, dann. Aber dann ist es vorbei. Ganz schnell. Ich dachte, du wolltest unser Wasserproblem fixen. Ja, habe ich gemacht. Hast du schon wieder was Neues gefunden? Ja, ich hatte die Quelle da mit dem Stein versiegelt und dann ist es auch zurückgegangen. Okay. Hm, ja, hier ist schon wieder was Neues. Okay. Oh, geil. Ein Goldnagel, ich kann es nicht mitnehmen. Ach, mein Inventar ist voll. Was sieht eigentlich, wenn man einen TNT-Block direkt in Lava platziert? Nix. Komme ich jetzt wieder hier raus? Oh, hier ist auch alles voll Wasser. Wo befinden Sie sich zurzeit? Ich glaub, ja, irgendwo. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich sehe auch deinen Namen nicht mehr, wenn ich mich umgucke. Bis eben konnte ich den immer noch sehen, aber. Wo bin ich denn hergekommen? Hier war ich. Hier oben, glaube ich. Zur Not einfach nach rechts gehen. Ich habe gehört, das soll helfen. Also ja, dann. In so Labyrinth jedenfalls.
Hier waren wir vorhin noch zusammen und dann haben sich unsere Wege. Oh nee. Feierabend. Oben scheint sein. Oh, da ist noch Eisen. Juhu. Ich habe auch schon jede Menge gefunden. Was denn hier? Hale-Eisen, ey. Gott. Fällt erstmal Kies auf einen drauf, ey. Kies? Ich dachte, es gibt nur einen von dir. Mann, Munk. Inventar ist voll. Einen Essensrucksack und da packe ich jetzt gerade einfach mal Eisen und anderes Zeug. Weil genau dafür kann man einen Essensrucksack, wenn man Materialien reinpackt. Sollte ich mir mal ein Beispiel dran nehmen. Komm ich nicht so hoch? Oh, hi Fans. Ah, da ist Licht. Oh Gott. Bist du schon wieder an der Oberfläche? Nee, ich hab eine Fackel gefunden. Das heißt, hier war schon mal jemand. Ah. Oh, hier ist ein Enderman. Super. Wieso hat der Creeper eine TNT-Explosion überlebt? Das gibt's ja wohl nicht. Werden Creeper nicht aus Explosionen geschaffen? Aber das muss ja nicht aus meiner sein, das kann ja aus einer anderen Explosion sein. Oh Gott. Mein Gott, wie viel gibt es denn hier noch? Da geht's auch wieder rein. Was ist denn hier für eine riesen Höhle entdeckt? Also ich habe einen weiteren Abzweig entdeckt von dem Ding hier unten. Natürlich alles voll mit Creepern und Bogenschützern und Zombies. Bogenschützern, auch ein geiles Wort. Bogenschützen. Es nimmt gerade so ein bisschen Horrorfilm-ähnliche Zustände an. Problem ist, ich brauche dringend was zu essen. Ich verhungere nachher hier unten. Ich habe nicht mehr allzu viel. Das heißt, ich muss mich gleich mal auf den Heimweg machen, wenn ich hier jemals wieder rausfinde oder ich grab mich einfach irgendwie stumpf nach oben. 4 Zweige gibt es denn hier? Das ist ja Wahnsinn. Ich kann dann so viel Zeug vorbei. Ich will alles mitnehmen, aber ich habe eigentlich keine Zeit. Schnell weg hier. Man kann auch verrottetes Fleisch essen. Wenn man genug isst, dann hat man trotzdem mehr Leben als vorher, obwohl man sich vergiftet, oder wie war das? Ja, das kannst du ruhig machen. Dann habe ich ja doch noch. Du wirst zwar ein bisschen schnell wieder Hunger verlieren, weil irgendwie kriegt man dadurch Hunger, wenn man das frisst. Aber bringt schon ein bisschen mehr als. Boah. Denn hier raus? Ich mache immer, ich gehe irgendwo um die Ecke und dann stehen da 5 Millionen Creeper und alles Mögliche. Oh, der nächste. Ich glaube, das ist die Quelle des Bösen hier. Ja, also weit können wir davon nicht entfernt sein hier unten, glaube ich. Die hast du schon ganz gut gefunden. Eisenerz, aber ich habe keine Spitzhacke mehr.
Oh, das ist schlecht. Aber du könntest dir vielleicht eben einen Ofen bauen, wenn du Kohle und Eisen hast und kannst dir schnell eine machen. Weil Steine haben wir genug hier. Ich habe leider kein Holz dabei. Fuck. Aber du kannst irgendwie so. Du hast doch Kohle oder hast keine Kohle gefunden? Doch, Kohle habe ich. Dann kannst du damit ja den... Achso, ja, stimmt, für die Spitze. Ja, klar. Guten Wobei Morgen. Man gerade mal testen könnte... Ja gut, ich habe keinen... Kann man aus Steinen nicht Steingriffe herstellen? Das geht doch eigentlich. Bin ich überfragt. Habe ich zumindest noch nie gesehen oder gehört. Weiß ich so nicht. Auf welcher Ebene bin ich eigentlich? 59. Mit Sicherheit noch 30, bis ich oben bin. Kann man Baumwolle essen? Ja. Jo, kann man wirklich. Okay, bringt so gut wie nichts, aber... Noch eine Paprika, ich habe noch eine Gurke und ich habe noch Senfkörner. Ja, dann wohl bekommst. Das ist doch eine gesunde Mischung. Ja, aber es bringt so gut wie nichts. Also das ist ja echt... Sollte reichen, wenn wir hier oben sind. Och, Tageslicht. Das ging jetzt schneller als erwartet. Ich dachte, Ebene 59 und wir haben schon Tageslicht hier. Ging ein bisschen schnell. Du lässt mich hier einfach zurück. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hier bin. Wo sind wir denn hier rausgekommen? Orientierung. Bin ja auch so ein Bergkletter, mal gucken. Es wird auf jeden Fall gleich dunkel draußen. Ach, wir sind einmal quasi unter dem Dorf drunter durchgelaufen. Oder ich zumindest, wo du abgebogen bist, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe... Nee, doch nicht. Ich dachte, ich hätte jetzt seine Spur gefunden. Aber ich bin wieder da, wo wir gestartet sind. Also meine Spur ist auf jeden Fall die der Verwüstung. Wenn du in Löcher in Boden und Wänden siehst und irgendwelche toten Skelette und sowas, da bin ich hergelaufen. So, jetzt bin ich schon mal wieder im Dorf. War das bis nach Hause, oder? Jetzt in die richtige Richtung, muss ich hinten hin. In Minecraft, ne? Orientierung wie eine Bockwurst, ehrlich. Ich weiß hier wirklich nie, wo ich bin. Jetzt bin ich auch noch irgendwo reingefallen. Eine Mine, schön. Fantastisch. Ah, jetzt weiß ich. Ah, ich habe die Mine gefunden. Gut. Dann gib ihr den Rest. Oh, hallo Spinne. Hast du kein TNT mehr? Ich habe noch 20 TNT, aber ich bin mittlerweile wieder quasi zu Hause angekommen, weil ich dringend etwas Nahrung brauche. Okay. Hallo Creeper, ich ignoriere dich mal. Abends los ist. Haben wir denn noch zu essen? Oh, ich habe noch 12 Toastbrote. Kloppen wir uns auch jetzt erstmal rein. Ah, wunderschön. Ich bin gerade am überlegen, ob ich die Decke sprengen soll. Tu dir keinen Zwang an. Aber da drüber ist Lava. Dann wird's interessant. Ach Mensch, guck mal, als ich hier mein kleines Lagerhaus für Nahrung gebaut habe, ich habe gerade die Kiste wieder gefunden vom Bau, da ist auch noch jede Menge Nahrung drin und Baumaterial. Resonator, Energie, da, ich habe hier noch Kabel. Oh. Datenkabel. Hier ist das Zeug alle hingekommen, das nehme ich jetzt erstmal mit. Bin ja ein Horst.
Vergesst die Hälfte. Super. Diese blöden Skelette hier. Kann eigentlich nicht sein, so viele, wie ich kaputt gemacht habe, können da keine mehr sein. Leider respawnen die aber auch so schnell. Oh, hier sind noch Schienen. Urid. Pinnenaugen. Was habe ich denn da unten alle eingesammelt? Oh. Ist bestimmt gut, dass mein ME-System jetzt gerade ausgegangen ist. Kannst du mal gucken, was passiert, wenn du da einen TNT-Block vorstellst und den anmachst? Vor das ME-System? Ja. Es geht gerade nicht, weil ich habe TNT-Blöcke deaktiviert. Jetzt in diesem Moment. Oh. Okay. Also warum ist denn jetzt mein. Wieso ist das ausgegangen? Habe ich jetzt echt keinen Strom mehr unten? Das muss ich nachgucken gehen. Wäre jetzt ja mal voll blöd. Ich habe zwar jetzt Yellowrit gefunden, aber da muss ich dann ja erstmal in den Öfen reinklatschen und. Im Haupthaus ist es an. Ist die Datenleitung zu lang? Geht sowas? Vielleicht ist ja dein Verteiler auch irgendwie nicht in Ordnung. Frage. Also der da in der Mine. Entschuldigung. Ich meine, der in der Nähe von der Mine. Fast 2 Stacks Eisenerz rausgeholt. So, jetzt haben wir ein bisschen Ordnung geschaffen. Miet kann weg. Wieso geht da hinten jetzt mein System? Tja. Hier nochmal zurück. Vielleicht ist es ein Bug. Vielleicht ist es jetzt wieder an. Creeper. Jo, ist tatsächlich wieder an. Was war das denn jetzt? Ich muss nicht alles stehen. Okay. Oh, wie spät haben wir? Oh, es ist schon 7 Uhr. Das ist ja doof. Ich habe nämlich nur bis 7 Zeit, weil dann gibt's Happa Happa. Oh, was gibt's denn Schönes? Ich glaube, es sind noch irgendwie Bratkartoffeln da und ein bisschen. Es gibt hier von Iglo. Jetzt muss ich wahrscheinlich Produktplatzierung einblenden oder sowas. Von Quatsch. Iglo gibt's diese Backfischstäbchen. Also nicht diese normalen, sondern diese etwas dickeren, hätte ich bald gesagt, und die mag ich mega gerne und da müssten noch welche von da sein und wenn alles nach Plan läuft, dann brutzeln die jetzt gerade in der Pfanne. Lecker. Magst du gerade das TNT wieder anstellen? Selbstverständlich, ist jetzt wieder aktiviert. Wunderschön. Das ist eigentlich, wenn ich jetzt schlafen würde, dann geht's oder? Bitte was? Ich probiere es gerade, aber es nee, scheint nicht zu gehen. Ich hab die Frage nicht verstanden, das war gerade zu laut. Ich dachte, wenn du irgendwo sehr weit weg von mir bist in der Mine und ich leg mich schlafen, wird es trotzdem Tag in Minecraft, aber das funktioniert leider nicht. Gabel stürzt mein Minecraft gerade passend ab. Ich habe einen Ofen aufgemacht. Ah, jetzt geht's wieder. So, Yelorio. Das war zwar nicht die versprochene Menge, aber es hat auch schon sehr viel Spaß gemacht. Der Server okay. Lebt noch, also immerhin. So, ich gehe jetzt nochmal eben gucken. So, ich gehe mal ganz schnell nach oben, weil wenn du gerne dich ins Bett legen möchtest, dann... Nee, ist alles gut. Wie gesagt, ich muss sowieso in 1-2 Minütchen raus und dann ist es ja relativ pups. Aber ich wollte jetzt nochmal eben bei meinem Reaktor gucken, wie viel Brennzeug oder Brennstoff ich da noch drin habe. Nicht, dass der eben wirklich mal kurz aus war oder so.
anzeige, wie viel da noch da ist. Ich habe nur noch 76 Velorium und 0 von diesem blauen Zeug. Hier, dann packen wir da mal was rein. Dann haben wir wieder 81. Naja, so ein bisschen sollte er wohl sein. Gut. Dann würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ich muss mal gucken, wenn ich es irgendwie hinkriege, nehme ich gleich vielleicht noch ein Stündchen auf. Ansonsten mit Sicherheit die Tage nochmal wieder. Weil ich brauche wieder Material. Ich habe nämlich keine Folgen mehr auf Lager. Mhm. Und können wir uns ja einfach die Tage nochmal absprechen, wenn wir zusammen aufnehmen. Ja, klar. Dann jetzt nochmal eben zurück ins Bauernhaus, damit ich nächstes Mal weiß, wo ich weitermachen muss. Ben war einfach. Oder? Ja, ich habe aufgenommen. Ben war einfach zusammen die Folge dann. Eben vor den Zombies fliehen. Auf. Zu. Wunderbar. Ja, dann würde ich mich erstmal von sowohl von deinen als auch von meinen Zuschauern verabschieden und danke fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme wieder, würde ich sagen, oder? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Gut. Dann klinke ich mich an dieser Stelle mal aus. Wünsche allen noch einen schönen Abend, Nachmittag oder wann auch immer ihr das guckt. Und würde sagen. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss.